Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mal haben wir schon lange nicht mehr gespielt, der ist schon der LS19, genau. Und ja, da man wie es angesehen, ist er jetzt auch schon ziemlich weit gewachsen, wahrscheinlich ist es schon die höchste Wachstumsstufe. Und da daneben haben wir Weizen angesät, also Weizen und Wiese, haben wir da gut. Und da steht auch unser Pferdestall. Okay. Also das ist jetzt noch nicht ganz erntereif, da fehlt noch eine Stufe, dann machen wir. Ja. Was können wir denn inzwischen machen? Die Pferde, Futter werden sie im Moment, glaube ich, noch nicht so viel haben, oder? Was ich gerade sehe, reiten kommen wir inzwischen. Und eben, ich habe nur Wasser und Heu. Hafer kriegen sie, wenn du eine Zeltenterrasse ist und Stroh. Bekommen sie dann auch vom Hafer. Das heißt allerdings, ja, dann machen wir reiten. Ich habe hier andere Namen gegeben als 1 und 2, damit sie. Also bei zwei Teilen ist es egal, aber wenn mehr Pferde eben sind, ist es glaube ich schon mal schwer, die sich dann können wir dann uns vielleicht auseinanderhalten. Mein Gott. So, dann drehen wir jetzt mal die Uhrzeit, damit das ein bisschen Wachs auf 15. Und reiten inzwischen, wohin reiten wir denn? Erkunden bis hier die Welt. Da haben wir schon mehr Flasche und Dünger und Düngerstreuer. Feldspitz haben wir auch, da haben wir schon sehr viele Geräte. Das sind ungefähr gleich schnell wie das Auto. Cool. Nur dürfen wir nur in der gleichen Stufe reiten, diese Pflanzen. Reiten wir mal in die Richtung, oder? Ja, ich weiß nicht, wo wir hinreißen sollen. Schauen wir mal. Schauen wir mal da, wie es in die Gelsen rein. Was sie so Interessantes haben. So war der schön da. Sehr bunt. Weiter da hinten ist ja die Scheune, oh ja, das heißt doch Scheune, das Gebäude. Scheune, genau. Wo man auch die Tiere kaufen kann. Da haben wir ein. Ja, was haben wir denn da? Windkraft, was ist das? Nein, das ist einfach Wasser, da nicht so. Schreibt jetzt mal rein in die Kommentare, was das da sein soll. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie ergibt es für mich gar keinen Sinn. Da gibt es keine Reiter, da gibt es aber auch kein Rohr oder irgendwas. Wollen wir das auch mal sehen? Genau. Wo streifen wir da jetzt genau? Okay, manchmal ist es ein bisschen komisch, aber. Mit den Pferden bleibt man voll oft irgendwo voll leicht hängen. Ah, jetzt kommt raus, das hab ich vergessen, aber ich glaube, das ist mir das jetzt noch nie in einem Video geglückt. Übers Auto drüber springen. Jetzt sind wir hinten ganz leicht angestoßen, aber jetzt merke ich schon, wenn wir noch ein Auto kommen, schafft das vielleicht. Nein, zu früh abgesprungen. Jetzt. Ist jetzt war glaube ich immer der Fehler, dass wir zu lange gewartet haben und dann sind die Autos schlanken geworden. Das ist jetzt schön weitergefallen und gut und drüber geschossen. Jetzt sieht das schön aus. Da sind jetzt gerade viele Vögel ausgeflogen. Hoffentlich haben sie nicht die ganze Getreide aufgefressen.
was haben wir denn jetzt ausgegriffen? Ja, noch nicht so weit. Egal, das müssen wir dann gleich noch weitermachen, aber jetzt schauen wir mal, wie es mit den Wachstumsstufen ausschaut. Ja, ist immer noch nicht weiter. Dann holen wir nochmal das Einserfeld. Und reiten wir mal in. Ja. Wo reiten wir denn hin? In den Town, wo der Ende. Vielleicht machen wir ein bisschen in die andere Richtung. Dann sehen wir da auch sowas. Jetzt dürfen wir jetzt liken, aber dadurch die Pferde müssen wir auch reiten. Wenn es euch zu langweilig ist zum Zuschauen, schreibt es auch gerne in den Kommentaren. Nachher kann ich das ja auch sonst in dem Spielstand immer zwischen der Aufnahme machen und so. Aber ich würde sagen, das gehört dazu, also macht man. Es gibt ja auch, glaube ich, so ein Mod am Pferdehelfer, aber. Bei zwei Pferde, das kann man ja locker selber machen. Reiten wir durch das Maisfeld und das Nachbarn. Oh, da sieht man gerade schön die Burg und das schaut voll cool aus, gerade so ein bisschen neblig. Ja, in der Vollnebel gerade im Spiel. Alter Schwede. Gut, man erkennt schon ziemlich weit, aber voll neblig kann man jetzt nicht sagen, aber ziemlich neblig, sagen wir so. Der Wald da, der Wald kann man das ja eigentlich nicht nennen, es sind einfach nur ein paar Bäume da. Da können wir ja rein theoretisch auch ein paar entfällen. Moment. Es sind da unterschiedlich weit gewachsene Bäume dabei. Zum Beispiel so ein kleiner lassen wir dann schon mal weiter wachsen. Ein paar große kann man rausschneiden. Wie schon gesagt, letzte Woche, also heute ist ja Freitag und Tag der Aufnahme, das Video wird auch ziemlich sicher noch heute online kommen und heute habe ich schon weit gehabt, deswegen ist ja leider in der letzten Woche nicht so oft Video gekommen. Aber jetzt kann ich dann glaube ich schon öfter was hochladen. Sollte man auch irgendwann das Fett gereitet sein, genau. Bevor wir jetzt das zweite Pferd reiten, auch in dem Video, sonst wird es gar nicht langweilig, drehen wir jetzt die Zeit einfach noch schneller und schauen wir mal, wie lange das dauert, bis das fertig ist. Zumindest entweder es fällt 19, damit wir dort reiten können, oder das, wir nehmen mal so Feld 20 mit der Wiese, damit wir dort nehmen können. Ja. Mit Hager auf die Karte. Ich muss schon mal beide Sachen her. Und der mit Fellbereichen kann man drauf müssen, wenn er die Spitze benutzt haben. Ich werde schon mal. Ist schon ein bisschen, ja. Finde ich nicht so cool, die Fellbereichen. Mit dem riesen Mehrwerkboden ist es schwer zu steuern. Ja, kein Wunder, wenn die Hinterräder die meiste Zeit in der Luft schwören. Der Hafer ist fertig, der Hafer ist fertig. Hafer ist fertig.
dann stellen wir da aus und da ein. Die Wäsche ausklappen. Oh, falsch. Und so. Ja. Jetzt wollte vorne schon wieder die Räder ausfahren. So. Und jetzt geht's los mit der Ente. Was ist das? So. Der Hammer wollte beim Ansehen was übersehen. Der da drüben hat entweder auch Hafer oder eher Weizen, hätte ich gesagt, aber ja. Ist kein Problem, was der angestellt hatte mit uns. Gucken wir mal noch in die Innenwand wechseln. Wundert euch nicht, warum jetzt die Kamera so komisch eingestellt hat, dass sie nur da oben schaut. Also man muss halt genau wissen, nicht, dass wir was schwimmen lassen, aber auch muss die so knapp wie möglich fahren, weil sonst müssen wir öfter fahren und das ist ja Zeit, die verloren wird. So, dann wenden wir einmal kurz. Gehen wir mal in die Auslenke. Jetzt fahren wir da mal rauf. So, jetzt
Ich muss darauf kurz. Ich habe gerade den Helfer eingestellt, dann muss kurz nachschauen da. Das eine hat aber immer noch nicht. Also, es steht zwar schon da, es ist gelb, wir können es, das heißt Endreif, aber erst wenn es wirklich auf der letzten Stufe Endreif ist, die Wiese, dann ist sie voll ausgewachsen. Oder ausgewachsen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es versteht, was ich meine. Und, ja. Schon mal so ein Helfer wieder ablösen und weitermachen soll. Das Unkraut, das haben wir mit der Spritze nicht weggekriegt letztes Mal, und das erinnern wir noch. Aber wenn wir dann das erste Mal die Wiese gemäht haben, kommt das dann nicht mehr. Also wenn wir dann die Wiese auf dem Feld lassen, kommt das nicht mehr. Und wir haben ja uns dazu entschieden, wir lassen da die Wiese, weil da was anfangs auf dem Minifeld, jetzt ist es nur kleiner durch den Feldstall rangiert. Es ist einfach so uninteressant, dass es rentiert sich einfach nicht. Das kostet viel. Geht jetzt immer schnell die Ernte. Der Nebel hat sich aufgelöst, das ist ja ganz schön. Da haben wir zwar stehen lassen, aber das nehmen wir nachher noch mit. Haben wir eigentlich einen Anhänger gekauft, weil der jetzt darum gar kein Stehen, ja? Den müssten wir dann noch kaufen. Ja, was soll man dann sonst schnell Hafer hinnehmen? Das dürfen wir nicht vergessen. Warum da so kleine Uferpflanzen sind, ich weiß ja nicht. Weil man sieht ja, dass mit Uferlauf der Farm ist die Tasche weggewachsen. Bitte, ja. Ich weiß es nur. Ich jetzt sagen, weil es dauert zu lang, bis wir das ganze Feld schon mal abgeerntet haben. Das ist den zweiten Teil von dem Feld aber im nächsten Video nachher zählt. Und dann schauen, schaltet es auf jeden Fall im nächsten Teil wieder ein. Und lasst gerne ein Abo da, genau.